irgendjemand muss ja geredet haben. Oder hast du selbst Gespräche geführt? What the fuck? Seriously? Hey! Ja, viel zu lang, ne? Guck mal, da oben ist noch jemand. Hoffentlich nicht zu weit weg. Sieht aus wie so ein Lager. Ich habe ziemlich sicher bei Franks Häuschen jemanden schreien hören. Lass uns lieber mal schauen, ob es ihm gut geht. Ja, lass uns mal gucken, aber nicht jetzt. The fuck up, sing weiter oder halt dein Maul, ja. Oh, was haben wir denn da? Look at that. Oh, wow. Es ist ein Abfluss. Der Hammer, wo gibt... Was? Klar doch. Das nenne ich nur Jäger. Was ein Gimp, ey. Was ein Gimp. Das nehmen. Körper bewegen, ey. Guter Fund. Yo. Was dann? It's gone, I guess. Niemand zu sehen. Great. Hey. Schnell! Sie entkommen! Scheiße! MK-Fahrzeug! Wuhu! Let's do it! Spritztour! Go for it! Allerdings wäre mir natürlich ein größeres Auto irgendwie lieber gewesen. Oh, oh, fuck, fuck! Den sind wir schon mal los. Rüber, 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 jawohl, okay, warte mal. Da, 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 da. Spritztour. Oh shit, wir müssen es nur lang genug aushalten. Leck. Oh, okay. Ah, Stein! Fuck. Ah, oh, fucking Stein. Ah! Komm. Okay, näher ran. Krieg den schon. Es sei denn, meine Munition ist irgendwann leer. Aber allerdings hat er schon einen Schuss von mir kassiert, bevor er überhaupt losgefahren ist. Jetzt stirb halt. Alter, du Truffi. Oh, oh, okay. Warte mal, ich muss gerade mal mit zwei Händen lenken. Wie soll ich denn da sauber treffen? Alter, was er aushält! Freak! Bitch! Nice! Puh, okay! Das war awesome! Das sollte reichen. Komm zurück zu Wolf's Den. Alles klar, Wolf's Den. 800 Meter in die Richtung. Spritztour! Allerdings, so wie ich das sehe, nicht so die geilste Spritztour. Aber gut, can do. Bin soweit. Ah, also zurück. Nur die Waffe wegstecken. Hey, wow, wow, jawoll. Ich nicht drauf hab. Okay, komm. Hm, das... das wage ich zu bezweifeln. Woo! Okay, hey. Oh, shit. Stop.
Ja, du machst das schon, ne? Ich muss gerade mal den Weg. Punkt setze. Wo müssen wir hin? Da. Okay, wir müssen umdrehen. So, jetzt aber. Wuhu! Was ist Spaß? Da ist auch noch was zum Zerstören. Machen wir dann. Oh Mann, ich hoffe, es funktioniert irgendwann mal. Ja, ja. Die können mich mal. Nix wie hoch. Oh, wo, wo? Ich sehe gar nichts. Was erzählst du denn? Bisch. Wow. Oh Mann. Was ist das für ein Weg? Wer bist du denn? So, sauber die Kurve nehme. Oh, nice. Das war ja wirklich sauber. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay. Ah, shit. Wenn der Jacob wieder ankommt, ne? Alte Gesicht. Ja, ich denke auch, ich sollte mal die Reihenfolge ändern. Da ist was dran. Bin ja schon da, Papa Schlumpf. Verdammte Scheiße, warum nicht? Wo ist denn der Scheiß? 75 Meter, na ja, gut. Fahren wir mal außen rum. Die fährt mir hinterher, oder was? Das ist ja mal nice, dass die auch uns hinterher fährt. Finde ich gut. Ja, irgendwie führt uns das nicht dahin, wo wir hinwollen. Na gut, komm, dann gehen wir mal zu Fuß. Go. Melonenhelm. Das ist kein gutes Versteck. Nett. Ich weiß zwar nicht, mit wem du redest, aber ja, wenn du das sagst, wird das wohl so sein. Oh. Klettern. Das sieht so aus. Bisschen wenigstens. Alright, irgendwie ist das voll der blöde Weg, Ach, das ist der Bunker da, okay. Da unten drin, ne? Ja. Okay. Drin. Sightseeing im Spiel. Ich kann auch mal Sightseeing hier im Büro machen. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Ach, es war er, okay. Gut gemacht, Deputy. Klar. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Ich hab den wahrscheinlich größten Vorhaben von... Battlefield, Paul, würde ich sagen. Sonst hält sich's eigentlich eher in Grenzen. Für mich persönlich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Nein. Stattdessen machen wir Folgendes. Uiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Ja gut, die zwei Sachen, Paul, hast du recht, natürlich sowieso. Weißt du aber, ne? Können wir reden? Die Sache ist die. Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen. Um die Moral der Truppe aufzubauen. Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt. Ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster.
Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Sicher? Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinylalben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Hoffe, du bist bereit dafür. Na klar. Also ja, ich meine, ich stehe auch auf Vinyl. Das ist schon mal mein Homie jetzt. Ein Satz Plattekiste. Okay, gibt's jetzt aber sonst keine Quests mehr hier. Sieht man nicht so aus. Ah, sie haben den Typ weggeschafft. Wenigstens das. Oh. Ist auch noch da. Hör mal, nur weil Eli meint, dass du in Ordnung bist, muss ich das nicht gleich genauso sehen. Wenn's nach mir ginge, bist du hier weiterhin ein Außenseiter. Ist nichts Persönliches, sondern einfach die Wahrheit. Wenn's nach mir ginge, bräuchte ja. Wohl Stan weder Licht noch fließendes Wasser. Aber ich denke schon, weil CD Projekt Red hat eigentlich ein paar Informationen schon rausgebracht, jetzt über Twitter, heute sogar. Schau mal auf deren Twitter-Account, da geht bestimmt bald was, Paul. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall, hast du recht. Okay, geht. Jetzt sind wir wieder hier, also machen wir nochmal so ein Heli, klar. Ach, das ist LOL. Ja, Gameplay gibt's halt wirklich nichts. Das stimmt schon. So. Auf jeden Fall. Fallout wird nice, ja. Wieder momentan Fallout 1. Spritztour! Und dann geht das mit Fallout auf jeden Fall hoffentlich durchgängig klar. Das wäre nice. So, Krieg den Drogen, Funkstille. So, Jacobs Kommunikation zerstören. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wo ist denn der Scheiß? Ja. Muss ich das einfach nur zerstören, oder? What? Wollen wir was dagegen unternehmen? Ja klar. Das klingt, was ich vorhab. Die Schwachen sehen sich immer als Helden. Egal, wofür sie kämpfen. Sie halten sich für Krieger. Aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder. Diese Whitetail-Elites. Das sind keine Soldaten, oh nein. Ihr Anführer Eli ist kein Held. Er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark. Sie sind schwach. Und sie werden gejagt. Ja. It's done when it's done. Die sollten sich auch mal die Zeit dafür lassen. Dann wird's nämlich gut. Damn, bitch. Du solltest jetzt dicht dran sein. Zerstör den Schaltkasten an der Spitze des Turms. Den Scheißkasten? Wer scheißt denn da? Soll ich zerstören? Nord. Osten. Wo? Oh, da. Aha, da. Ja. EA schon mal nicht. Obwohl das hier echt Bock macht. Ja. Aber gut, ich meine, es ist ja auch Far Cry. Das muss Bock machen. So, ich glaube, das kriegen wir hin. Die Kommunikation da wegzuwichsen. Gucken, dass wir nicht zu hoch sind. Um das Ding zu zersmashen. Gleich. Ich denke, ich gehe da hin, schieße die Raketen rein, dann gehen wir da weg. Kaputt. Mein Bitch. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Südlich? Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Oh, ach da. Okay. Ja, es gibt einen Hinterhalt. Pass mal genau auf.